Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Ride of the Horse. Eigentlich wollte ich heute Zickzack Elbow abholen und groß werden lassen, weil sie ja schon fertig ist. Allerdings habe ich keine Box frei. Aber ich habe offline gearbeitet und tada! Funflicker ist jetzt Level 15, somit konnte ich meine Story-Quest beenden. Die holen wir jetzt kurz ab. So, und einmal auf Ziele und Story. So, tada, das war die Quest, um Level 9 zu werden. Und jetzt holen wir sie uns mal ab. Du glaubst, das reicht, um in Pearl River gegen mich zu siegen? Träum weiter, Amateur. Meine Güte, entspann dich, Mann. Komm mal ein bisschen runter, dann lebst du länger. Okay, also die... ja, verbale Unterhaltung von TJ und meinem Rivalen war jetzt nicht wirklich so prickelnd. Vor allem, weil er ja mich eigentlich als Amateur bezeichnet hatte in dem Sinne. Aber egal, hier hat man nochmal einen kurzen Überblick über meine neuen Aufgaben. Und wir könnten eigentlich ein bisschen hocharbeiten. Aber ich gucke jetzt erstmal, ob ich eine Pferdebox freikriege. Pferdebox, Pferdebox. 500 Gold habe ich nicht, aber dafür das Silbertaler und das würde jetzt 23 Stunden dauern, okay. Dann würde ich das mal lassen. Gucken wir noch in der Fohlenbox. Ja, die wahrscheinlich sind zum Abholen bereit. Aber wir können ja noch eine Fohlenbox hinzufügen, das machen wir kurz. Einmal hier, zack. Verbessern wir mal auf Stufe 2. Oh, sogar gratis. Zack. Und fertig. Kann man es nochmal hochleveln? Ja, komm. Ich habe die Materialien da. So. 9 Minuten. Alles klar. So. Zurück in die Boxreihe. So. Das braucht 23 Stunden. Okay, das andere 9 Minuten. Also die Fohlenbox. Schwierig. Weil ich habe ja gesagt, ich will ja keinen verkaufen von denen. Wisst ihr was? Wir machen jetzt folgendermaßen. Wir bauen unseren Hof einfach weiter auf. Beziehungsweise ich baue den Hof jetzt einfach selber mal auf. Weil Zickzack Elbow kann ja einen Tag warten. Kann ich das hocharbeiten? Glaub nicht, ne? Oder doch? Nee. Weil, ich habe jetzt keine Lust, noch mehr Goldhelme zu verschwenden, weil ich habe jetzt nur noch 64. Und deswegen mache ich das jetzt folgendermaßen. Wie gesagt, ich baue jetzt erstmal meinen Hof auf hier. Und hole Elbow, also Zickzack Elbow, dann quasi in der nächsten Folge ab. Damit aber die Folge hier nicht zu kurz wird, mache ich folgendes. Wir werden dann wahrscheinlich noch kurz ein paar Rennen machen. Aber ich bin gerade noch mal am Überlegen, ob ich irgendwas anderes mache. Weil ich denke mal, ihr wollt ja bestimmt sehen, wie Zickzack Elbow in groß aussieht. Weil das würde mich jetzt nämlich auch interessieren, weil die Mausi ist ja ein heller Fuchskastanienfarbener mit einer Schneeäppelung, so eine leichten, und es würde mich schon reizen, aber ich will ja keins meiner Pferde verkaufen, vor allem Anorak Area nicht. Weil sie momentan gerade mein Top-Pferd ist und sie ist Level 20. Ich muss die jetzt noch 2 Mal trainieren, dann ist die komplett fertig und dann müsste ich auch bessere Chancen im Live-Event haben. Aber die anderen Pferde... okay, es gibt welche, die sind jetzt nicht so gut von Rennen her, aber ich will die halt nicht verkaufen, weil so eine Fellfarbe, wie ich bei manchen Pferden habe, kriegt man nicht oft hin. Also lasse ich das lieber so, wie ich es gesagt habe, und wir hier starten noch ein paar Rennen. Erstmal was freischalten und wir gehen... Pearl River, ja komm, lass uns mal da reingehen. Wir nehmen Anorak Area, oder?
ja komm, Anorak Area als Computerrennen laufen lassen. Zack. Mal gucken, welche Startbox wir ziehen. Und es ist die Startbox Nummer. Wenn ich jetzt einen Trommelwirbel hätte, wäre es genial. Startbox 8. Waiting for the start at Hurl River. Punters hoping for a comfortable win for the favorite Anorak Area. Dann würde ich sagen, sehen wir uns nach dem Rennen wieder. Bis gleich! Racing, a great start for the favorites. Suboptimal revenge, breaking in. Anorak Area, maintaining the lead. Alert Anagram, in second place. Sheet Sniffle, putting on the pressure. Eagle Gossip, in fifth spot. Head and head with Colossal Tax. Suboptimal Revenge, the leader. Alert Anagram, in second spot, putting in a strong bid with Sheet Sniffle. Toe-to-toe with Anorak Area. On their back is Lunar Bear. Three lengths away, it's Colossal Tax. Suboptimal Revenge continues to show the way. Sheet Sniffle, next. Stride for stride with Alert Anagram. And then it's Lunar Bear. Out deeper on the track is Eagle Gossip. Two lengths behind, it's Croton Nail. Anorak Area controlling the race. Suboptimal Revenge wants the front, putting up a challenge to Alert Anagram. From Sheet Sniffle, Lunar Bear in fifth position. Anorak Area keeping the lead. Suboptimal Revenge in second. On their back is Alert Anagram, putting in a strong bid with Sheet Sniffle. Still going, it's Anorak Area. Suboptimal Revenge in second place. Two lengths away, it's Alert Anagram, then Sheep Sniffle. Anorak Area dictating the pace. On the inside, it's Suboptimal Revenge. One length behind, it's Alert Anagram. In the straight, it's Anorak Area. Alert Anagram in second spot. Suboptimal Revenge is fighting. Anorak Area first at the line, just holds by Suboptimal Revenge. Third at the line, Alert Anagram. Und wir wurden erster Platz. War ja auch nichts anderes zu erwarten. Für das, dass wir jetzt Pearl River das erste Mal gemacht haben, weil wir es ja erster Teil frei haben. So, dann gucken wir doch mal weiter. Sponsor, nein, danke. Wegen Copyright-Verletzungen mache ich das garantiert nicht mit den Videos und ich habe keinen Bock, das rauszuschneiden. Vielleicht auch eine Aufgabe hier. Ja, nächste vielleicht. Hier vielleicht was? Nö. Da auch nichts. Nächste wäre das hier. Da sind wir gerade dabei. Dann haben wir noch das hier und das hier. Das sind überwiegend Aufbauaufgaben. Nö. Wir gehen jetzt nochmal in ein Rennen rein. Einmal zum Gucken. Und zwar werden wir jetzt mal schon Flicker nehmen. Vielleicht. Gucken wir mal. Wir gehen in Azubi-Rennen rein. Parsons Valley. Und würden mal sagen, dass wir hier volle Rennfähigkeiten haben, werden wir hier jetzt mal mit von Flicker reiten. Und ich reite selber. So. Und mal gucken, welche Startbox wir jetzt kriegen. Beziehungsweise welche ich ziehe. Bestimmt wieder 10. Nö, es ist sogar Startbox Nummer 2. Auch nicht schlecht. Excitement building here at Parsons Valley. Fun Flicker, looking to make bookies unhappy. Off and running. Oops! Gut, verhauen. Mist! Taking the inside line.
Warum passiert sowas immer mir? Ich glaube, das Rennen habe ich sowas von verfehlt. Ich kann ja jetzt schon meinen Sprint gar nicht aufladen. Und das sind nicht mehr viele Meter. Das sind gerade mal noch 500 Meter ungefähr, also knapp 400 Meter. Das sieht nicht gut aus. Ich habe sowas von gefehlt. Ich habe sowas von jetzt gerade fehlerhaft gedrückt. Hab gar nicht reagiert. Mist. Meter. Jetzt könnte der Endspurt kommen und ja. Ja. Sieht nicht gut aus. Wir haben verloren. Das war mein Fehler. Siebter Platz, oder? Ja, siebter. Na super. Egal. Passiert. Das passiert halt mal. So, ich werde aber das Rennen jetzt noch einmal machen. Denn das lasse ich nämlich nicht auf mir sitzen, den Fehler, wo ich gemacht habe. So, dalle, zack. Dann sind wir hier in Persons Valley rein. Und hier rein, so dalle. Wir wählen wieder von Flicker, die ist hier, zack. Und zack. Na, welche Startbox kriegen wir diesmal? Bitte nicht zwei. Vielleicht auch doch, keine Ahnung. Es ist Startbox Nummer 10. So, und erst gleich loslegen und zack. Perfekt. So. Mal gucken, was die hintere Reihe gleich hinter mir macht. Mal gucken, ob der Abstand reicht, eventuell. Guck ich jetzt gleich mal, wenn ich mal ein bisschen eingependelt bin. So, jetzt. Okay, die sind relativ dicht an mir dran. Egal. Aber ich werde jetzt dieses Mal nicht sprinten. Okay, ich sehe jetzt gerade noch keinen. Wo sind die denn? Ich glaube, ich guck mal. Hä, wo sind die? Was? Okay. Ich bin außen gerannt. Alles klar. Aber noch schnell recht gerettet. Aber der Schwarz-Weiß-Rappen, also der Rappenschäckel jetzt da drüben, neben mir, der kämpft ganz schön, du. Uiuiui. Ich würde auch am liebsten mal gerne so einen züchten, aber ich habe irgendwie nicht die richtigen Pferde dazu. Vielleicht schaffen wir es ja mal doch irgendwann einen Rappen zu züchten und dann werden wir es mal probieren. Oder ich kaufe mir einen, aber das schauen wir mal nach. Auf jeden Fall wird es hier gerade ein bisschen eng. Wir zwei liegen dicht Kopf an Kopf. Soll ich jetzt sprinten oder noch sparen? Wir sparen noch den Sprint. So, ist er nicht mehr weit? Das ist ja nicht mehr weit. Und zwar, wir sprinten ab. Jetzt. Und... Oder doch nicht. Na, war das ein Fotofinish? Nein, wird's nicht. Schade. Wäre spannend gewesen. Also es wäre definitiv spannender gewesen, wenn wir mit unserem Rivalen hier noch ein Kopf an Kopf ein Finish-Foto gemacht hätten. Aber dazu kam es leider nicht. Aber ich würde dann sagen,
werde ich das Video dann jetzt auch langsam beenden. Weil ich will die Folge ja nicht wieder zu lang machen. So, dann holen wir noch kurz die Preise ab. Und dann gehen wir mal zum Hauptmenü zurück. Oder ja, komm. Ja. So, dele. Ich bedanke mich schon mal recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn ihr neu auf dem Kanal seid, könnt ihr gerne kostenlos abonnieren. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Eure Kim.